Die Seven Summits of Bavaria sind die sieben höchsten Gipfel der sieben Gebirgsketten in Bayern. Angefangen im Westen mit der Hochfortspitze in den Allgäuer Alpen. Von da ging es dann weiter zur Kreuzspitze in den Ammergauer Alpen, zur östlichen Karwendelspitze im Karwendel, zum Grottenkopf im Istergebirge und zur Zugspitze, der Top of Germany im Wetterstein. Weiter Richtung Osten auf den Geigelstein in den Chiemgauer Alpen. Und der krönende Abschluss war dann der Hochkönig, der höchste Gipfel in den Berchtesgadener Alpen. Ja, die Kaya hat das Projekt so ein bisschen vorgestellt, dass da ja, einfach eine nette Geschichte, da kann nicht so viel schief gehen. Wir sind hier immer noch in Bayern unterwegs. Der Ludwig ist... Nee, der Ludwig ist mitgekommen, weil er Bergführer ist und ein paar von den Gipfeln einfach wichtig war, dass jemand dabei ist, weil das Wichtigste ist, am Berg keine Fehler zu machen. Und ansonsten ist er ein Freund, ein sehr guter Freund, mit dem man sehr gute, auch sehr tiefgründige Gespräche, lange Gespräche. Ja, jetzt hält mir die Brabbelschöpfe, ich habe was zum Sagen. Ja. Genau, wo fange ich an? Links schlossen, ja. Kameramann krank. Der Akku vom E-Bike ist leer. Die Kaya zu kurze Arme hat. Was habe ich vergessen? Die Kaya redet sehr gerne und sehr viel. Relativ ununterbrochen. Und wenn sie das aber mal nicht macht, dann kann man mit der auch echt gut reden. Da bin ich ab und zu selber überrascht davon, aber da kann man echt gut die Gespräche führen. Und so ist sie einfach ein ehrlicher und netter Mensch, mit dem es im richtigen Zeitpunkt auch cool ist, Zeit zu verbringen. Und dann ging es weiter zur Kreuzspitze. Ja, wir haben uns natürlich für das Projekt einen Zeitraum ausgesucht, in dem zumindest statistisch gesehen sicher Schnee liegt. Es war aber nicht so. Es lag so gut wie gar kein Schnee. Also eigentlich, das stimmt auch nicht so ganz, es lag davor relativ viel Schnee, dann ist es warm geworden, dann haben wir unser Projekt gemacht, danach ist wieder richtig viel Schnee gekommen. Aber ja, in der Woche, wo wir unterwegs waren, lag fast kein Schnee. Also es war jedenfalls vom Parkplatz bis hoch zum Gipfel eine einzigste Wanderung mit Steigeisen. Bergsteigen, was wir hier machen. Ja, das ist scheiße. Was wir Winter 2021. Bikini-Season ist on. Aha. Ja, dementsprechend powderlastig war dann auch die Abfahrt. Ja, ist geil. Kommt richtig Freude auf. Der nächste Stopp war dann die östliche Karwendelspitze. Und irgendwie ließ sich langsam so eine Art Schema erkennen. Ja, auch hier ein neuer Berg, neue Probleme. Hier drin ist er. Ja, es passiert nichts. Das Ding schlossen wir auf. WD-40, aber natürlich nicht dabei. Der Schlüssel passt nicht, das ist das Problem. Würde auch nicht passen, wenn du ihn reinsteckst. Also ohne jetzt auf irgendjemanden mit dem Finger zeigen zu wollen, aber irgendjemand hat es geschafft, die Radeln abzusperren
und dann den Schlüssel zu verlieren. Ich glaube, das ist von der Batterie. Auch wenn er sagt, er will den Namen nicht nennen, aber er meint mich. Aber, also, wir müssen doch rausfinden können, wer das da festgeschlossen hat. Der muss ja das Schloss aufgemacht haben. Gaia hat Schuld. Ja. Das stimmt aber nicht, weil es war der richtige Schlüssel. Ich habe das am nächsten Tag 5-mal getestet. Letztendlich haben wir dann den Gepäckträger einfach abgebaut, ja, und dann die Rade da irgendwie rausgeprimmelt. Bitte halten. Also nach lief es dann wunderbar weiter. Also fürs Erste. Der Akku vom E-Bike ist leer. Ja. Es hört nicht auf. Problemlösung um 6 Uhr morgens. Bin begeistert. Ja, wird seit 10 Kilometern von dem Bergführer abgeschleppt. Jetzt geht's auf die Skiwader. Zeit wird's. Irgendwo muss ich noch mal so, aber ansonsten bin ich eigentlich fertig. Ja, dann planen wir dafür noch mal eine Stunde extra ein, oder? Hat sie eigentlich erzählt, dass sie dann den Schlüssel vom Wohnmobil auch nicht mehr gefunden hat? Hat sie nicht? Also unterm Strich, bis auf ein paar Missgeschicke, eigentlich ein rundum gelungener Tag. Der vierte Berg auf der Liste war dann der Grottenkopf. Auf den Grottenkopf bin ich dann alleine gegangen. Ist mein Hausberg, bin unterm Estergebirge aufgewachsen. Da kenne ich mich relativ gut aus. Es war mir eigentlich ganz recht. Sie hat gemeint, sie zahlt mir den Tag trotzdem. Also was soll's, ist sie gut aufgehoben. Oben am Berg, am Gipfel, ist es tatsächlich meistens ein Gefühl von Dankbarkeit, das mich überkommt, weil es ja auch nicht selbstverständlich ist, dass man da hochgehen kann, dass man in so einer wunderschönen Gegend lebt, wie bei uns zu Hause, und ich darüber unfassbar glücklich bin. Danach war dann der höchste Berg des Seven Summits of Bavaria in der Reihe, die Zugspitze. Und da war ich dann schon froh, dass der Ludwig mit dabei war. Die Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands. Ist wahnsinnig vielseitig, also es gibt relativ leichte Wege hoch, es gibt
Klettersteige, es gibt Klettertouren, es gibt sowas wie die Eisenzeit, was irgendwie so eine Mischung zwischen beiden ist. Kann man auch gut im Winter machen, so wie wir das jetzt gemacht haben. Die Schwierigkeiten bei der Zugspitze, die liegen also vor allem einfach in der Länge der Tour. Es sind ein paar Höhenmeter, es ist nicht geschenkt. Das Wetter kann einmal einen Strich durch die Rechnung machen. Je nach Tour ist es auch nicht überall möglich, wieder umzudrehen. Ja, die Zugspitze ist einfach, also mit den verschiedenen Anstiegen, ein hochalpiner Gipfel, den man nicht unterschätzen sollte. Okay, Gaia, kannst kommen. Ich weiß nicht, ob ich da durchpasse mit meinem Arsch. Ja. Oh Mann, ey. Du hast schon relativ viel Weißwurst gegessen in letzter Zeit, gell? Hä? Wo bist du da durch? Hey, Ludwig, hör auf! Ja, da haben wir dich ja schon. Was ist es? Er ist ja ratzfatz durchgegangen. Da ist lauter Schlamm vor den Händen. Das hätte man aber jemand sagen können. Hey, sag, hast du Angst gehabt? Fühlt sich ein Bergführer besser, wenn man sagt, man hat Angst? Ein Bergführer ist so scheißegal. Hauptsache, du bist schnell, das ist alles, was zählt. Ja, so langsam war ich nicht. Oder? Nein. Das ist ja, also Wahnsinn. Also, ich habe nie gesehen, dass jemand so schnell da hoch ist. Naja, du warst der schnellste Gast, den ich je hatte. Also auch unter Männern? Jemals. Ja, okay. Der schnellste und der beste Gast. Das Schönste auch? Jetzt, wir wollen es nicht übertreiben. Schon schön einfach. Ist echt so. Ja, man muss einfach nicht so weit weg fahren oder fliegen, sondern hat das Paradies, wenn man die Berg mag, direkt vor der Haustür. Ja, da auf dem Sonntagshorn so gut wie gar kein Schnee lag, haben wir uns dann für den immerhin etwas schneereicheren Geigelstein entschieden. Also als Bergführer ist es eben ja quasi Arbeitsmittel. Du meinst jetzt, ich komme ja langsam in das Alter, wo ich vielleicht mal an E-Bike denken sollte. Du fährst ja eh schon E-Bike, also das ist, in dem Alter bist du ja offensichtlich. Ludwig übertreibt auch immer ein bisschen, also ich bin da ja jetzt nicht prinzipiell dagegen. Na jetzt halt für die Geschichte, sonst fahre ich ja nie E-Bike, ich habe ja gar keins. Aber ich bin es halt vielleicht nicht so gewohnt wie er, weil ich konditionell einfach ein bisschen fitter bin und dadurch das meist einfach ohne E-Bike auch radeln kann. Der Bergführerjob ist der geilste Job. So ein Scheißdreck, echt. Für dich waren die letzten Tage schon eher anstrengend. Ja, das hat man dir angesehen. Ja. Das ist so ein Krattler. Ich hätte es auch alleine machen können. Aber mit dem Ludwig hat er auch einen Entertaining-Charakter. Ist ja eigentlich kalt? Mhm, ist kalt. Ja, dann bleiben wir noch ein bisschen hier oben, genießen die Stimmung. Hauptsache ich leide und habe irgendwann keinen Spaß mehr. Weil dann fängt der Spaß mit Ludwig nämlich erst richtig an. Oh. Komisch, dass niemand unterwegs ist, Skitouren gehen das heute. Ist echt saukomisch, ja. Ja, versprech nicht, das wird jetzt ein Highlight. Prost. Ja, und auf einmal ist es soweit.
Und man steht vor dem letzten Berg, dem Hochkönig. Leider konnte dann Ludwig beim letzten Berg eben nicht mit, weil sein Studium wieder losging. Und somit machte ich mich dann allein auf dem Weg zum Hochkönig. Knapp 1000 Höhenmeter, fehlen noch 500. Ich muss sagen, ich merke die letzten Tage und vor allem schweren Rucksack heute dabei. Ich glaube, die Seven Summits of Bavaria waren ein sehr schönes Beispiel für das Motto, der Weg ist das Ziel. So. Das ist echt eher nur so ein Rinnsal, aber besser wie gar nichts. Ah, jetzt geht's gut. Es war eine wilde Achterbahnfahrt mit vielen Höhen, aber auch Tiefen. Aber machen vielleicht genau diese Höhen und Tiefen unsere schönsten Momente aus? Wo Berge sind, sind eben auch Täler. Und je anstrengender der Aufstieg, desto schöner der Ausblick. Ist es vielleicht genau das, wonach wir suchen? Momente, in denen wir uns ganz intensiv spüren und uns lebendig fühlen. Momente, die einzigartig sind, die uns im Hier und Jetzt sein lassen und uns für immer im Gedächtnis bleiben. Ist vor allem eins. Warten, warten, warten. It's gonna help me stand.